Also, dann platziere dich mal in der Defense. platziere mich mal in der Defense. Das heißt, Du kickst den Ball und ich fange ihn. das wusste ich. Ich wollte nur Der noch mal. Angreifer hat immer den Ball auf seiner Seite. Also ich kicke den Ball. Genau. Genau, weil ich bin ja der Angreifer. Okay. Nein. Nein. Hä? Du hast mich nicht verstanden. Es wird Und dunkel. dann hier, wo wird's dunkel? Im Spiel oder draußen? Hier, draußen. Das hat der Winter an sich, Thomas. Ja. Juchu, sehr Also gut. ich meine, ja gut, Winter haben wir noch nicht. Noch Aber es herbstelt ganz gewaltig. nicht. Total. So. Möglichst weg von den Zwergen. Haben wir es dann bald? Zeig mal davon. Nein. Jaha. Ich habe ja noch 45 Sekunden. Wir müssen doch das YouTube-Video künstlich in die Länge strecken. Nö, Einstellung bestätigen. Ja, das ist ja, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, das Ätzende, dass halt tatsächlich echt warten musst, bis die da hingelaufen Ja. sind. Und dafür, dass es auf Zeit geht, ist ja dann noch ätzender. Ich meine, die hätten es ja zumindest so machen können, dass ich einfach mehreren die Befehle gebe, die können gerne weiterlaufen in der Zwischenzeit, aber Ja. lasst mich die schnell rumklicken. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch eine Einstellung dafür. Und ich habe sie einfach nicht gesehen. Ich meine, ich habe noch nicht mal nachgeschaut. Okay, wohin schieße ich denn? Ich schieße dieses. Und boom. Ich finde dieses Teil echt cool. Juhu! Oh, beinahe Wiederholungswurf! ein extra Reroll. Sehr schön. Jetzt können wir richtig verschwenderisch umgehen. Okay. Das ist nochmal der Defense Line. Aufbauen. Na? Was geht da vor sich in deinem kranken Kopf? Ja, der Regen stört mich ein wenig. Naja, wie viel Prozent hast du? 33? Ja. Hast du da hinten einen Ersatzspieler stehen? Einen habe ich als Ersatz, ja, weil 11 Spieler gehen Boah. aufs Feld und 12 habe ich. Das ist ja mies. Ich hab Easy keinen. peasy. Unerschrocken. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Da. Was? Heißiger? K.O. auch noch! Nice! Beim Da laufe ich gleich Rattenoger! durch die Mitte. Ja, super. Schon. Schön. Oh Mann, vor allen Dingen der! Warum knurren deine Zwerge so komisch? Ja. Verdammt. Fängst sie eh nicht. Ja! Fängst sie eh nicht. Unglaublich. Trotzdem nicht. Nee. Das freut mir. Ei, ei, ei. Dieser Regen macht mich fertig. Na, jetzt ist der Regen auf einmal. Was sind denn Ja, Zwerge? sie fangen, also sie können eh schon nicht so gut beim Ball. Im Regen wird die ganze Sache noch deutlich. Das machst du jetzt nicht, oder? Muss ja nicht. Mein Ball. Bah. Rufi! Oh. Genau. Nee, der muss aus dem Weg.
Der muss darüber geschoben werden, ne? Damit ich hier... Ich habe zwar immer nur noch einen Würfel, aber Hauptsache der Typ hier ist weg. Nein, der Typ hier ist weg. Ja? Jetzt selbst Totenkopf wäre gut gewesen. Voll in den Rücken. Was mache ich denn als nächstes? Ja. Also ich spiele gerne riskant. Wie du vielleicht feststellst. Ja, aber deine sind ja so geschickt. Da kann man sich das schon mal leisten. Ja. Und? Oh, hat's doch zum ganzen Pushback gereicht, ja? Und noch ein Pushback. Oh ja. So, mein Lieber, und jetzt reiß ich dir den Arsch auf. Jawohl. Verdammt. Naja, hätte ja sein können, ne? Das war Absicht, das war Absicht. Ich will zumindest einen Touchdown. Der rutscht doch eh aus. Ich hoffe es nicht. Oh, verdammt. Es wäre grandios gewesen. Was? Und? Ich habe doch Ausweichen als Fähigkeit. Warum hat er... Hä? Hat er nicht? Ich dachte, der hätte. Ausweichen. Ah, scheiße. Das ist zum aus der Zone rauslaufen. Aus der Zone rauslaufen. Ja. Ja. Okay. So. Da hinten steht der Schiedsrichter. Der Gobbo. Wo steht der eigentlich immer? Der steht da von dir aus gesehen ganz rechts in der Mitte. Bei dem Fähnchen. Okay, dann werden wir schauen. Also auf der anderen Seite gegenüber von den Kameras. Och. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass du den Zwerg vergisst an der Außenlinie, dass ich ihn irgendwie in die Fans schieben kann, ne? Weil wenn ich es schon nicht schaffe, dann vielleicht die Fans. Die Fans. Hattest du das in deinem Let's Play denn schon? Dass du jemanden da... Ja, okay. In welcher Folge waren das? Boah, wenn ich nicht wüsste, aber es müsste eine der neueren gewesen sein. Also... Wo ich gegen die Bretonen gespielt habe. Sieben? Acht? Ne? Bretonen sein, ja. Vor allen Dingen. Warum Bretonen? Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, man hat ja Menschen drin. Und auch bei Warhammer selbst, bei dem Spiel, da gab es immer die Bretonen und das waren einfach nur Menschen mit viel Pferden. Das hat so keinen Sinn gemacht. Ja. Bitteschön. Hat da jemand Angst, ja? Krass. Kein Risiko eingehen. Und jetzt hoffen, dass der Ogre wieder aufsteht. Klon 1, Klon 2 und besonders Klon 3. Schwing. Oh ja, super. Komm, bei dir bleiben sie liegen. Ach nee, du hast keinen. Oh.
Genau, ich verteidige, das heißt, ich bekomme den Ball. Nein, du kickst ihn. Der Angreifer hat immer den Ball. Oder ich kick ihn. Bekommt ihn zugeschossen. Okay. Wo stand der? Der stand hier. Dann habe ich hier diese dort. Ich habe jetzt eine Ratte zu viel, ich komme damit nicht mehr klar. Machen wir so. Wir haben noch, in welcher Runde sind wir denn gerade? Achso, ich hab wieder... Runde 11. Pachu! Schon wieder ein Wiederholungswurf. Mhm. Nicht schlecht. Läuft. Zug 11, ja. Gut. Mal schauen, vielleicht krieg ich ja nochmal einen Touchdown. Wahrscheinlich krieg ich ja nochmal einen Touchdown. Warum kannst du nicht mal was Beschissenes würfeln? Es tut mir leid. Ja. Eigentlich tut's mir gar nicht leid. Doch. Es wird dir noch leid tun. Du wirst Angst haben. Na, ja, gut. Gut. Was? Du bist rasend? Ja. Nein. Das ist ja mies. Warum? Das ist doch nur ein verdammter Trollslayer. Warum ist... Oh. Und K.O. Und K.O. Supergeil. Oh. Du bist anstrengend. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich sehe gerade ein graues Haar. Scheiße. Das ist so gerade gesprießt. Ja, auch noch blocken. Und K.O. Ja, klar, die beiden, die aufgestanden sind, gleich wieder voll in die Fresse. No. No. Doch nicht. Okay. Nein. Wird da jemand vorsichtig? Muss ich. Ah, mir hat's auch noch geschafft. Ja, komm, komm! Langbart. Langbärte, was, Blitzer? Langbärte, ja. Sind deine... Nee, warte mal, du hast Läufer, Langbärte, hast du auch Werfer? Oder haben Zwerge sowas nicht? Nee, ich habe einen Runner, der hat gerade den Ball. Nee, das ist ein Langbart. Das ist ein Langbart. Runner? Läufer, nee, Blitzer sind die mit den... Asterix-Hüten. Und die... Ah, und die Läufer sind die, die ganz wenig Rüstung anhaben. Nur so Stoff, genau. Also... Ah ja, okay. Okay. Nee. Nee. Wollen wir erstmal aufstehen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und... Läuft die hier mal dahin? Meine Fratten können echt so weit laufen. Das ist brutal, ne? Bewegung 9. Einfach feierlich. Ne, da muss ich zweimal ausweichen. Lauf ich doch lieber einen größeren Bogen, ehrlich gesagt. So. Oh Gott. Der muss zu oft ausweichen, dann der dahin, dann macht der hier. Dann macht der hier. So, der macht jetzt hier erstmal hin, ne? Hältst du überall deinen Rattenkot auf dem Feld hier? Nährstoffkügelchen. Klabusterbären. Ja, die aus dem Feld zu kämmen, das ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, ja, richtig. Ach, scheiße, ob's abgeschmiert, wenn's trocken ist.
Igitt! nein. Immer mitten in die Fresse rein. So. Dann ist der hier zumindest frei. Und dann kann der hier hin. Ach, Blitzen habe ich auch noch. Vollgas! Jeha! Und ein Dropkick aus dem Lauf raus und... Nee, ja, gegen eine Ziegelwand. Ey, ja. Pläng. Jo, dann geht der hier dahin. Und ich hoffe, ich kriege jetzt zwei Würfel. Nein, einen! Hey! Ist das... Oh, komm! Nichts mehr reroll. Das war ihrs Rundenende, das war so abgezielt. Das gehört alles zu meinem Plan. Dachte ich mir schon. Verwirrungstaktik. Habe ich auch nichts weiter gesagt. Ja. Ein Problem weniger. Na. Komm schon, Tom. Ich hab allen erzählt, du wärst cool. Moment, habe ich den Spruch nicht schon in der letzten Aufnahme gebracht? Nein! Ja! Nein, ja, doch! Oh. Ne, wie war das von Louis Digné, gell? Ja, genau. Scheiße, jetzt fängt er den auch noch. Und dann läuft der Stumpf auch noch. Das wird nichts. Fuck. Warum kannst du nicht auch mal irgendwie AKO? Warum kannst du nicht auch mal irgendwie einen Totenkopf würfeln oder so? Achso, überspringen. Tut mir fast leid. Weil ich das nicht möchte. Nee. So. Läufer, Langbart, Stormerman. Du treibst sie ja schon wieder so zusammen. Was halt macht mit den Karten. Treibst sie zusammen und schlägt dann einen Stock drauf. Nee. Normalerweise spielt sie doch eine Flöte für Ratten. Kein schwuler Rattenfänger. Ich bin ein Rattensmasher. Ratze. Ja. Mach was draus. Ja. Aufstehen, hey. Ja, aufstehen. Yeah, aufstehen. Was mache ich jetzt? Zuschauen, wie ich meinen zweiten Touchdown mache. Ne. Halte ich für eine sehr gute Idee. Warte mal, wie weit kann der laufen? Ja gut, da habe ich noch eine ganze Runde Zeit. Da hole ich dich schon noch ein. Verdammt. Ja, mach. Hä? Ach so, oft muss ich ausweichen. Nee. Nee. Do it. Ja, was ist los, McFly? Du feige Sau. Niemand nennt mich feige Sau. Dahin und dann. Auf deinen schwächsten Spieler. Ein Läufer, der hat weniger Rüstung. Ja. So. Habe ich schon geblitzt eigentlich? Nee. Aber das will ich noch machen. Aber... Mit wem? Totenkopf. Oh, zwei Würfel. Ah! Fuck!
Nein! Und auch noch gestunt. Scheiße! Piep, patata, piep, 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 da, piep! Genau so. Naja. Das finde ich jetzt nicht schön, ehrlich gesagt, dass ich bei einem Reroll gleich zwei Schädel bekommen habe. Also wie wahrscheinlich ist denn das? Ich meine, den Schädel gibt's pro Würfel ja nur einmal, oder? Ich glaube ja. Den Totenkopf gab's einmal, die Pfeile gibt's zweimal, dann die Explosion genau, mit Ausrufezeichen, Explosion und Pfeile zweimal. Stimmt, genau. Ja, ich mach mir da gerade voll den Aufriss und erklär oder? Und dann machst du es so einfach, ja. Oh, wir haben beide. Oh, hab ich Flocken gehabt. Ui, das hast du nicht kommen sehen, gell? Ui. Ach bitte. Oh, da habe ich noch einen zweiten Spieler gehabt. Ich krieg dich halt nicht mit einem kleinen, da brauche ich zwei. Hm. Musst gleich in der ganzen Gang kommen, um so eine Ratte platt zu machen, oder was? Alter, das ist schon echt weak von dir, ne? So ein taffer Zwerg, der sich hier einkasteln lässt, weil er Angst hat vor Ratten. Nee, ich will doch den Ball nicht wieder hergeben. Ja, ja. Ah, du willst also den Ball nicht hergeben. Erzähl mir von deiner Kindheit. Ja, schau, ich habe einen Totenkopf gewürfelt, aber ich habe ihn nicht genommen. Oh. Verletzt. Doch, verletzt. Und ich habe keine Apotheker mehr. Keine langfristigen... Ah, Gott sei Dank. Sonst, ich meine, ganz ehrlich, wenn der jetzt verletzt worden wäre, dann hätte ich ja eigentlich gleich ein neues Team machen können. Also, wenn der permanent verletzt worden wäre. Ja, mit dem Team, den du gerade hast, oder mit dem Team. Ich meine, ich hatte ja schon Erfahrung bekommen, es wäre schade drum, aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich dir den Weg irgendwie blocke. Kannst du auch so weit laufen, es ist so unverschämt. Yep. Deswegen mag ich die Skaten so sehr. Weil die halt tatsächlich echt weit kommen. Ja. Und mit einem Kinnhaken fliegen die schon mal in so ein Feld weit. Wo soll ich denn Rattenoger? Ach stimmt, der ist ja K.O. Fuck you! Fuck you! So, let's go for it, schreib doch durch. Nein! Nein! Nee. Scheiße, das war mein letzter Reroll. Und oh Mann, das na, das wäre so gut gegangen. Ja. Ja, ja. Genug sexuelle Schwungmasse hat er ja, ne? Drei Würfel, ich pack's nicht. Ja, jetzt komm, roll dich in die Endzone, Mopsi. Nein, ich werde noch den Ball noch ein paar Mal hin und her. Weißt du was, jetzt sprintest du in die Endzone und rutscht aus im Feld. Nein, das mache ich nicht. Och. Das ist ja echt gemein. Das ist nicht schön. Das ist nicht nett. Mhm. Das ist aber nicht besonders kinderfreundlich. Jetzt wird hier immer ein bisschen rumgeschubst. Ja. Spielst du Ping-Pong hier mit meiner Ratte? Ist ja nur noch eine Ratte, die da steht bei den 7, 12, 80.000 Zwergen. Oh, nee, zum Bildschirm. Oh. Schade, schade, schade. Du bist dran. Aber ich habe Erfahrung geschenkt bekommen. Juchhe! Juchhe! Hi, Sasa. Aber weißt du was? Ich kann es nicht erwarten. Ich will jetzt wissen, ob ich... Oh, scheiße, ausweichen 17%. Oh, warum habe ich so schnell geklickt? Nein! Ich dachte jetzt, ich mache... No. Ja. Der 15. Zug ist. Mhm.
Schatten. Na, machst du noch einen Foul, ne? Ja. Ich hoffe, dein Bierkrug geht kaputt. Nee, niemals. Na, gelegt. Ah, nee, K.O. Ja, spielt doch jetzt eh keine Rolle mehr. Ich gewinne ja trotzdem. Natürlich. Ich hab schon noch ein bisschen raus. Ja, aber trotzdem schön verteidigen alles, ne? Ja. Natürlich. Ach, bitte! Das ist nicht nett. Nicht nett. Ja. Ja. Nicht nett. Ja. Oh, ich darf nur ausweichen? Hä? Hm. Aha. Ausweichen ist bei dem Ausrufezeichen Explosion, wirst du nur zurückgedrängt. Okay. Juhu! Scaven bleibt Wartungscrew. Wartungskräf. Scheiße, er kann ja jetzt gar nicht mehr so weit laufen. Was hast du geplant? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte nur bis auf den letzten Zug meinen Triumph hinauszögern. Och, bitte. Kannst du gleich nochmal blocken? Ja. Na, jetzt kriegst du zwei Totenköpfe. He's on him now, like a halfling or a hot diner. Eigentlich hatte ich vor, dich erst umzuhauen und dann zu faulen. Oh. Aber das geht ja nicht. Aber ich könnte dann hier vielleicht, dann diesen und jenen und... Ja, das war's. Da liegt noch einer im Gras. Schnapp ihn dir, Tiger! Zeig ihnen, dass du es kannst. Oh. Ich will nicht. Da kann ich nicht so gut. Oh. Egal. Es war ein erfolgreiches Spiel. Ich habe einen Touchdown. Gegen Zwerge. Einen. Das ist armselig. Es ist so armselig. Tja. Yay! Der Dartal. Der Dartal hat den 2-1 gemacht. Den Sieg-Touchdown. Naja. Jetzt darfst du nochmal den Ball empfangen, dich nochmal bewegen und dann ist es zu Ende. Verletzt. Ah! Ah, achso, stimmt, keine langen Zeitauswirkungen. Schade. Genau, bei dir auch nicht. Juhu! Aber es liegen halt. Es ist schon derb, einfach nur, dass vier Viecher von mir K.O. waren. Genau, jetzt bin ich Receiver, ne? Genau. Das heißt, der... letzte Aufstellung heißt die Aufstellung. Aber die gefällt mir nicht. Horn des Rattengottes. Ich kann nichts mehr machen. Du kriegst den Ball, dann darfst du dich nochmal bewegen und dann... Ach so. Ja. Ja, gut. Dann kann ich eventuell durch Pässe noch Ding bekommen, ne? Erfahrung. Eventuell. Gut, ich kann mich in Position bringen. Der hier. Sehr schön. Der Werf hat nämlich schon 3 von 6 Starspielerpunkten. Oh. Na gut. Komm, heb den Ball auf, schaff's nicht. Zu Ende. So, der Trollslayer hat einen niedrigeren Rüstungswert. Das heißt, ich gehe auf den Trollslayer aus der Hoffnung, dass ich ihm noch etwas Böses antue. Robust, Schädel. Verdammt. Dann mache ich das hier. Gut, Ball aufgehoben.
machen wir das hier. Einfach nur, um noch Erfahrungspunkte zu bekommen. Points abzugreifen, ja, Genau. Aber du kannst jetzt leider nicht mehr passen. Ja, leider nicht mehr. Aber ich kann zumindest noch versuchen, irgendwie Schaden anzurichten. Auch wenn das jetzt gerade nicht so sonderlich gut klappt. Ich kann aber jetzt... Ah, stimmt, ich gehe dahin. Nein. Ich will nicht werfen. Der kriegt nur einen Würfel. Dann machen wir das so. Es ist alles. Da smashen ja meine Typen ja direkt auf dich ein. Ja, also, und ich darf auch nur einmal faulen, das ist ja... Ja. Ich darf nur einmal faulen. Ja. Wo kommen wir denn hin, wenn wir heutzutage nur noch einmal faulen darf? Ja, aber echt? In die Fresse, in die Fresse! Noch Juhu! So, und jetzt hier noch den Showslayer. Jetzt habe ich zwei Würfel. Ah, das war erfolgreich. Cool. Ich bin fertig. Ja. Was waiting for answer vom Server steht da. Ja. Also ich habe jetzt verloren. Schön. Ja. Aber nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht. Ja. Erste Match unserer gestützten TV-Liga. Juhu! Ich hab 80.000 Gold bekommen. Was hast du bekommen? 40.000. Hast du einen Fanfaktor bekommen? Ja, plus 1. Nee. So, Mein most valuable player ist ein Trollslayer. Okay. Ich habe richtig viele Punkte bekommen bei Statistik oder... Achso, bei SSP. Letk 7 Punkte, ne? Ich weiß nicht, wer das ist. Aber ich glaube, könnte das der Werfer sein? Ich verlasse mal kurz. Ich nehme mal an, dass das der Kanonentyp ist. Der Kanonentyp, warte mal, Personal. Nee, nicht per Spielerliste. Und das ist, mein Stormwormen hat 7. Oh. Warum auch immer. Aber cool. Den Stufenaufstieg, das mache ich dann außerhalb vom Video. Und ja, ja, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Und wenn es euch gefallen hat, subscribed. Wir freuen uns drüber. Tut euch nicht weh, aber uns hilft es. Und genau, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Genau, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.